Ja, ich möchte jetzt einen Einblick geben über die VirtualBox. Die Portal VirtualBox unterscheidet sich ja von der normalen VirtualBox nur dadurch, dass ich sie eben alle Dateien im Ordner mitnehmen kann auf dem USB-Stick. Gestartet wird die Portal VirtualBox, indem ich hier rechte Maustaste als Administrator auswähle. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn ich mit Administratorrechten bei Windows angemeldet bin. Deswegen immer so auch von Anfang an einloggen. Ich stimme jetzt hier wieder zu. Dann wird die VirtualBox gestartet. Und hier ist die Oberfläche. Hier sieht man neu, Datei, Maschine und so weiter. Ich möchte hier mal diese Einstellungen kurz einmal durchgehen, die jetzt mal für uns wichtig sind. Hier vor allem die globalen Einstellungen. Das heißt, sie wirken sich aus auf alle virtuellen Maschinen in dieser VirtualBox. Virtuelle Maschine könnte zum Beispiel ein Linux-Betriebssystem sein, ein XP, Vista, was auch immer. Globale Einstellungen wähle ich mir hier aus. Hier wird der Pfad angegeben und kann man auch verändern, wo diese virtuellen Maschinen dann gespeichert sind. Das ist hier in diesem Verzeichnis dann bei VirtualBox unter Data versteckt. Ich gehe jetzt hier auf Abbrechen und belasse das also. Eingabe kann ich belassen. Wenn ich Updates vermeiden möchte, also dass ich immer vom gleichen Stand bleibe, kann ich das Hacker weggeben. Bei Sprache habe ich hier Deutsch ausgewählt. Netzwerk kann ich auch so belassen. Hier habe ich Zusatzpakete und hier könnte ich ein Zusatzpaket installieren, welches wir am Anfang heruntergeladen haben. Du wirst dich noch erinnern können, das war hier diese Datei, die wir neben der Datei VirtualBox von der Webseite von Oracle eben heruntergeladen haben. Ich gehe jetzt zurück und möchte die mir jetzt dann einbinden. Gehe dann den entsprechenden Ordner. Hier bin ich, klicke auf Öffnen und da ist der Hinweis und ich will jetzt hier installieren. Ich schaue mir das Ganze an, lese es, klicke auf Zustimmen und diese Zusatz-Extension Pack wird installiert. Ich kriege hier den Hinweis, dass es erfolgreich installiert wurde und klicke auf OK. Ich habe jetzt also das gemacht. Dann hier, dieses Neue entspricht diesem Neue hier. Ich klicke jetzt hier auf Neu. Erstellen einer virtuellen Maschine. Ich möchte jetzt hier ein Betriebssystem installieren, in dem Fall das Ubuntu-Betriebssystem 11.04. Ich klicke hier auf Weiter und werde dann gefragt, wie der Name sein soll. Und mein Name wird dann heißen Ubuntu. Man sieht schon hier unten, dass das der Voreinstellung schon da ist. 11.04. Das wurde Betriebssystem schon eingestellt. Linux und Ubuntu. Klick auf Weiter. Ich könnte hier aber genauso gut auch Windows XP installieren, wenn ich die entsprechende Installations-CD hier hätte. Klick auf Weiter. Werde dann hier gefragt, wie groß mein Hauptspeicher sein soll. Ich könnte jetzt 512 beibehalten. Die Größe hängt immer vom entsprechenden Gastsystem ab. Ich lasse jetzt einmal 512. Wenn ich einen großen Arbeitsspeicher in meinem Rechner habe, kann ich hier mehr wählen. Dementsprechend schneller wird dann auch meine virtuelle Maschine sein. Klicke auf Weiter und habe jetzt hier einen Haken über Boot-Festplatte. Das würde ich jetzt hier belassen. Festplatte erzeugen. Klicke ich auf Weiter. Und hier habe ich wieder verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und in dem Fall würde ich hier das Format der virtuellen Festplatte so belassen, nämlich ein VirtualBox Disk Image. Wir haben hier eine VirtualBox Software. Klicke ich auf Weiter. Und dann hier dynamisch oder feste Größe und wähle jetzt hier auf Weiter. Und dann kann ich mir einstellen, wie groß meine Festplatte sein soll für meinen Rechner. Minimum 8 GB. Wenn ich viele Programme installieren möchte, kann ich das größer machen. Klicke jetzt hier zum Beispiel auf, was nehmen wir mal, 20. Und ich dementsprechend auch mehr zu kopieren auf dem USB-Stick dann. Also man findet selten einen USB-Stick, der so groß ist. Ja. Also lasse ich mal auf 8. Und der Ort ist Ubuntu 11.04 und der Ort ist dann wiederum jener Platz, den wir vorhin gerade angesprochen haben, ist hier, wenn ich da hineingehe, bei Data, VirtualBox, würde dann hier bei den Maschinen dann dieser Ort dann eben so beibehalten werden. Ja, ich klicke dann hier auf Weiter und gehe jetzt hier auf Erzeugen. Wird nochmal alles angezeigt, was ich möchte. Klicke auf Erzeugen und Ubuntu 11.04 wurde jetzt hier erzeugt.
Und damit ich auch hier damit etwas machen kann, werde ich dann auch ein Betriebssystem herunterladen müssen und das dann installieren müssen.